Bonjour, wie sagen wir? Jetzt am Samstagabend empfange ich unzählige Müse im Elsass und in ganz Frankreich für eine nächtliche Stimmung. Und als Vorgeschmack nehmen wir euch jetzt mit an zwei Orte, wo Epps über die industrielle Vergangenheit erzählen. Und Bilder haben wir im Olivier Stéphan zu verdanken. Macht aber halber zu und stelle ich vor, sie ist schon düster. Denn am Samstagabend ist es eine nächtliche Entdeckung, die die Besucher hier in Brischdorf erwartet. Immer Ort, wo normalerweise geschlossen ist. Bienvenue sur ce site du Carreau Clémenceau. Nous nous trouvons donc sur un site historique. 500 ans d'histoire du pétrole chez nous ici dans l'Alsace du Nord. Besucher laufen in den Spuren von der Schachtarbeiter, wo hier bis 1965 das dickflüssige Erdöl tief im Boden gesucht haben. Da war ein großes Velogarage und dann da sind Gebäude gesehen. Da entlang, da wie jetzt das alles verwildert ist, Vestiaire, Dusche und dann die Lampenstube. Donc là, vous vous trouvez devant le puits de descente. Donc comme vous le voyez, ce puits a été bouché et bétonné. Von da aus sind auch weiter in Galerien untergegangen, 200 bis 400 Meter tief für das schwarze Gold rauszuholen. Es sind viele Gebäude gestanden und hinter das ist alles ein bisschen zu vernachlässig. Aber das macht euch ganz Charme von dem Ort. Und wir haben Gebäude, die doch noch ein bisschen zu sehen sind. Und das zeigen wir noch in den Leuten. Stromwerk oder Saal von den Kompressoren sind beifällig. Durch ihre Schönheit inspiriert auch sämtliche Künstler. Unser Zeit ist ein Werk ausgestellt aus unterschiedlichen Materialien, die mit Petrol verbunden sind. Quand j'ai découvert le site, moi les bidons, ils m'ont passionné et je me suis servi de cette bâche agricole que j'ai patronnée, cousue, thermoformée pour réaliser les corolles. Und für die, die jetzt am Samstagabend nicht kommen können, bleibt der Besuch von dem geschlossenen Gelände auch das Jahr über Milch. Nous brûchons un nombre de binons en tirufe ou le groupe c'est donc fort pour ces personnes. Et nous avons cette possibilité d'un grand carreau de sand ou un autre muséum ou éventuellement de corner et de volte de gain ou de sand c'est vie de pétrole notirli us un bode russe kommt. Und wie jetzt am Samstag oben endet der Besuch mit dem Aufstieg auf der ehemaligen Rückstandhüfe für eine wunderschöne Aussicht aufs Gelände und Dörfer drumherum. Anderer Ort und andere Industriegeschichte im Musée de la Laube von Bischwiller. Hier geht es um den Textil. Vor dem 70-jährigen Krieg waren hier in Notbrunnen bei 90 Fabriken, wie die Tür gemacht haben. Kleine und große. Nicht? Manche daheim in der Stube mit einem Webstuhl oder die anderen mit 120, 150 Arbeiter. Die kleinen Privatwebstühle aus Holz haben sich da schon im 17. Jahrhundert entwickelt, mit der Ankunft von Hugenotten, wo der Prinz Hans II. Von Zweibrücken hier empfangen hat. Und die haben das auf Bischwiller gebraucht, sonst wäre Bischwiller nicht, was es vorher ist. Am Anfang ist es Zunf. Und zum Beispiel 1700 herum, hat es ungefähr in Bischwiller in den 25 Schwäbach gegeben. Die Webmaschinen sind größer geworden und dank der Dampfmaschinen haben sich die Fabriken immer mehr entwickelt. Ab 1855 hat Bischwiller sogar schon seine Bahn gerät. Vor allem hat es wohl durch den Ruf von der Stadt gemacht. Erst schwarz für Kleider und rot und blau für die Soldaten von Napoleon, später grün für Biertisch. Und sogar ein guter reformierter Fabrikant, der Herr Lambling, hat im Vatikan gelbes Tuch verkauft. Für die Schweizer Garten, nicht? Die haben gelbes gebrüstet und blödes. Nach 1870 in der deutschen Zeit sind die meisten Unternehmer in die Normandie gezogen und 1960 hat die letzte Bischwiller Textilfabrik zugemacht. Die ganze Geschichte und noch viel mehr ist jetzt am Samstagabend im Musée de la Laube zu entdecken.
Und jetzt ist Georgette Küstner eine Näherin, die uns etwas über ihre Frechheit erzählt. Ich bin Georgette Küstner von Hina. Ich bin Näherin von Beruf und habe immer gern genäht. Wie fehlst du dich, wenn du nähst? Glücklich, glücklich, glücklich. Mit oder ohne? Mit Lieb, mit Lieb, mit Lieb. Was hast du am liebsten? Eben richtig Sauerkraut gemacht. Mit Lieb, mit Lieb, mit Lieb. Bist du frach oder frisch? Ich bin nicht eins und nicht das andere. Aber im Leben muss man sich halt deprobieren, wie man kann. Redest du gerne Elsässisch? Oh ja, ich bin ganz gerne im Kader, wo sie nur Elsässisch reden. Da kannst du wenigstens Sätze sagen, wie nicht alle verstehen. Kannst du unsere alte Frau kein 18-Jähriges machen? Und das ist auf alle Orte gesehen. Was will das heißen? Ja, du musst Elsässer sein. Ne? Stellele schön oder Sportschlappen? Ja, Stellele schön, das ist nur fürs Auge. Aber fürs Gemütliche ist es flach. Hast du ein Lieblingswort auf Elsässisch? Ja. Bist du für mich da, dann bin ich zweimal da für dich. Kurz oder lang? Oh, ist das in der Sache lang, wenn man heute noch davon redet und denken kann.